Maria Ines rannte verzweifelt durch den heftigen Regen, der zu fallen begann, und ignorierte dabei die wütenden Rufe ihres Vaters, die hinter ihr widerhallten. Er hob drohend die Hand und kündigte an, dass sie gehorchen würde, wenn er sie erwischte. In normalen Situationen hätte sie sich vor einer solchen Drohung gefürchtet, aber an diesem Tag hatte sie einen triftigen Grund, nichts zu fürchten. Auf halbem Weg hielt sie kurz inne, um die Zeit zu überprüfen, denn sie wusste, dass sie noch eine Chance hatte, Daniel zu finden, bevor er den Flug bestieg, der sie für immer trennen würde. Sie war entschlossen, ihm die wichtigen Neuigkeiten mitzuteilen, die ihn dazu bringen könnten, seine Entscheidung, das Land zu verlassen, zu überdenken. Es war eine Gelegenheit für ihn, sich seiner Familie zu stellen, die ihre Beziehung aufgrund des Standesunterschieds missbilligte. Maria Ines rannte weiter, obwohl ihr Körper bereits erschöpft war. Sie war noch nie gut im Sport gewesen, geschweige denn im Laufen, aber an diesem Tag gab sie alles, denn ihre Zukunft hing davon ab. Als sie jedoch den Boarding-Bereich erreichte, sank ihr das Herz, als sie auf den Bildschirmen sah, dass der Flug ihres Geliebten bereits abgehoben hatte. Sie beobachtete durch das große Fenster, wie das Flugzeug an Höhe gewann, und sah hilflos zu, wie ihre Hoffnung vor ihren Augen verschwand. Mit einer Hand unter ihrem Bauch ließ sie sich die Tränen über das Gesicht laufen. "Jetzt gibt es nur noch uns beide", flüsterte sie dem winzigen Baby zu, das in ihrem Bauch gerade zu wachsen begann. Maria war sich bewusst, dass ihr Vater, sobald er von ihrem Zustand erfuhr, nicht zögern würde, sie aus dem Haus zu werfen. Oder, noch schlimmer, dieser grausame Mann könnte sie zu etwas völlig Unvorstellbarem zwingen, was sie auf keinen Fall zulassen wollte. Von dem Moment an, als der Schwangerschaftstest positiv ausfiel und der Arzt ihren Zustand bestätigte, empfand sie eine tiefe Liebe für dieses kleine Wesen, das sofort zu ihrem Lebensinhalt wurde. Trotz ihres Alters könnten viele argumentieren, dass Maria Ines mit 15 Jahren noch zu jung war, um die Verantwortung, die eine Mutterschaft mit sich bringt, voll und ganz zu verstehen. In Wirklichkeit kümmerte sie sich aber schon seit ihrem 9. Lebensjahr perfekt um ihre 3 Geschwister und übernahm diese Verantwortung, als ihre Mutter sie wegen eines anderen Mannes verließ. Von diesem Moment an übernahm Maria Ines die Aufgabe, für das Wohlergehen ihrer Geschwister zu sorgen, da ihr Vater keine Ahnung hatte, wie er sich um die Kinder kümmern sollte. Er war kaum in der Lage, einer Arbeit nachzugehen, da er die meiste Zeit arbeitslos war. So blieb der jungen Frau nichts anderes übrig, als zum Wohle ihrer Familie schnell zu reifen. Sie musste ständig den emotionalen Missbrauch ihres Vaters ertragen, der Meinung war, dass ihr die Verantwortung für die Familie zufiel, und der sie oft ausschimpfte, wenn sie nicht genau das tat, was er wollte. Selbst wenn Maria Ines sich ihrem Alter entsprechend verhielt, gab ihr Vater ihr die Schuld, obwohl er eigentlich alles hätte in die Hand nehmen müssen. Das Leben des Mädchens war von einer Reihe von Entbehrungen geprägt, und ein echtes Glücksgefühl blieb ihr von dem Moment an verwehrt, als ihre Mutter sie verließ. Sie musste ihre Ausbildung aufgeben, um sich um ihre 3 kleinen Brüder zu kümmern, die ständige Aufmerksamkeit erforderten. Darüber hinaus war sie für die gesamte Hausarbeit verantwortlich, was ihre Tage mit Monotonie erfüllte. Doch alles änderte sich, als sie Daniel traf, den Jungen, der ihr das Gefühl gab, wieder ein normaler Teenager zu sein. Vom ersten Moment an, als sich ihre Blicke trafen, behandelte Daniel sie auf eine besondere Weise. Seine Freundlichkeit und sein Vertrauen gaben ihr etwas, das sie nie zuvor erlebt hatte. Das erste Mal trafen sie sich in der Bibliothek, wo sie die Liebe zum Lesen teilten.
Daniel, ein engagierter junger Mann mit einem klaren Plan für seine Zukunft an der Universität, stand im völligen Gegensatz zu Maria Ines, die es aufgrund der Hindernisse in ihrem Leben nicht geschafft hatte, die Sekundarschule abzuschließen. Trotz dieses Bildungsunterschieds verurteilte Daniel sie nicht, sondern setzte sich im Gegenteil dafür ein, all sein Wissen zu teilen. Diese Einstellung schätzte Maria Ines sehr, denn sie war begierig, so viel wie möglich zu lernen. So ließ sie keine Gelegenheit aus, in die Bibliothek zu gehen, wann immer sie konnte, während ihre jüngeren Geschwister in der Schule waren. Auf diese Weise gewann Daniel das Herz des Mädchens, und obwohl er ein paar Jahre älter war als Maria Ines, schien dieser Altersunterschied keine Rolle zu spielen. Die Verbindung zwischen ihnen war so stark, dass sie unzertrennlich waren. An einem besonderen Tag führte der junge Mann sie in eine ihr völlig unbekannte Welt ein, denn er wohnte in einer der schönsten Wohngegenden der Stadt. Diese Realität war völlig anders als das, was Maria Ines gewohnt war, da sie aus ähnlichen bescheidenen Vierteln wie ihre Heimat stammte. Daniels edle Gesinnung hatte er von seinem Vater geerbt, der ihn trotz seines großen Reichtums immer gelehrt hatte, dass der Wert eines Menschen nicht an seiner sozialen Stellung gemessen werden sollte. Er wusste also von Anfang an, dass Maria Ines einen anderen Status hatte als er, aber das hielt ihn nicht davon ab, sich mit ihr anzufreunden. Mit großem Enthusiasmus öffnete er ihr die Türen seines Hauses, um ihr seine Welt zu zeigen und alles, was er hatte, mit dieser schönen jungen Frau zu teilen. Dieser Sommer war für Maria Ines wirklich bemerkenswert. Sie lebte ihre Jugend aus wie nie zuvor und ließ vorübergehend einige ihrer Verpflichtungen los. Doch als sie nach Hause zurückkehrte, wurde ihr die harte Realität vor Augen geführt. Ihr Vater begann ihre Abwesenheit zu bemerken und setzte ihr strengere Grenzen. Er vermutete, dass seine Tochter eine Affäre hatte und wollte sie nicht verlieren, weil er die Verantwortung, die eigentlich ihr allein oblag, nicht übernehmen wollte. Eines Tages beschloss der Vater von Maria Ines, ihr zu folgen. Er wollte nicht zulassen, dass sie in die Fußstapfen ihrer verwöhnten und unverantwortlichen Mutter tritt. Er wollte nicht tatenlos zusehen, wie seine Tochter ihr Verhältnis mit dem jungen Mann in der Bibliothek fortsetzte. Als Maria Ines nach Hause kam, fand sie ihren Vater mit düsterer Miene vor, und er kam direkt zur Sache, indem er ihr mitteilte, dass er den Jungen nicht mehr treffen dürfe. Mit einem Ausdruck der Missbilligung verbot er ihr, sich für jeden jungen Mann zu interessieren, der ihr über den Weg lief, insbesondere für einen, der deutlich älter war als sie. Er warnte sie vor den katastrophalen Folgen, die eine solche Beziehung mit sich bringen könnte, und rügte sie für ihren Einfallsreichtum. Er betonte, dass Männer egoistisch seien und dass sie blind für ihre wahren Interessen sei. Er machte ihr auch klar, dass der Junge nicht aus der gleichen sozialen Schicht stamme und sie sich darüber im Klaren sein müsse, dass eine solche Beziehung nur zu Liebeskummer und vielleicht sogar zu einer ungewollten Schwangerschaft führen würde. Trotz all dieser harschen Worte ihres Vaters war Maria Ines sehr in Daniel verliebt. Sie beschloss, blind an die aufrichtigen Gefühle zu glauben, die er bisher gezeigt hatte, in der Überzeugung, dass er eine Ausnahme in ihrem Leben war und dass es sich lohnen würde, die von ihrem Vater auferlegten Widrigkeiten auf sich zu nehmen. Maria Ines riskierte es also, sich im Namen der Liebe über die Anweisungen ihres Vaters hinwegzusetzen. Sie wartete geduldig auf Gelegenheiten, wenn er betrunken war, um Daniel auf dem langen Weg zu treffen, der ihre Häuser trennte. Die Momente, die sie miteinander verbrachten, waren kurz, aber intensiv, und die Liebe, die sie teilten, wuchs und führte dazu, dass sie sich einander mit großer Leidenschaft hingaben.
An diesem schicksalhaften Tag erwartete das Paar jedoch eine Überraschung. Daniels Mutter Olga, eine vom Vater ihres Sohnes getrennte Frau aus gutem Hause, hatte ganz andere Ansichten. Sie duldete keinen Umgang mit Menschen aus niedrigeren Gesellschaftsschichten und war mit den Vorstellungen, die ihr Ex-Mann ihrem Sohn eingeimpft hatte, ganz und gar nicht einverstanden. Daniel wuchs in dem Glauben auf, dass alle Menschen gleich sind, unabhängig von ihrer sozialen Schicht, eine Ansicht, die mit den Ansichten seiner Mutter kollidierte. Als sie Maria Ines neben ihrem Sohn im Bett liegen sah, war Olgas Gesichtsausdruck eine Mischung aus Schock und Verzweiflung, die sie dazu brachte, zum Himmel zu schreien. Ohne auch nur einen Blick auf die Kleidung von Maria Ines werfen zu müssen, erkannte Olga sofort, dass es sich um ein Mädchen aus bescheidenen Verhältnissen handelte. Das löste in ihr eine große Wut aus, und sie stieß die junge Frau aus dem Zimmer, entschlossen, ein ernstes Gespräch mit ihrem Sohn zu führen. Daniel hatte kaum die Gelegenheit, seine Geliebte zu verteidigen, und Maria Ines fühlte sich wie der schlechteste Mensch der Welt. Sie hörte all die abfälligen Worte der Mutter ihrer großen Liebe, und da begann sie zu begreifen, dass ihr Vater mit der Trennung der sozialen Klassen recht hatte. In ihrer Angst floh Maria Ines nach Hause und wünschte sich, sie könnte sich einfach unter die Decke ihres Bettes verkriechen und alles vergessen, was sie mit Daniel geteilt hatte, ebenso wie ihre Gefühle für ihn. Als er jedoch durch die Tür spähte, stellte er zu seiner Überraschung fest, dass ihr Vater ihre Abwesenheit bemerkt hatte und sich auf die Suche nach ihr machte. Als er sie fand, brach der Mann in Wut aus und schimpfte Maria Ines heftig aus, ohne ihr die Möglichkeit zu geben, sich zu rechtfertigen, sodass sie in einer Ecke kauerte und am liebsten verschwinden wollte. In den nächsten 3 Wochen hörte Maria Ines nichts mehr von Daniel. Der junge Mann tat alles, was er konnte, um mit ihr zu kommunizieren, schickte E-Mails und SMS, erhielt aber keine Antwort von ihr. Sie kehrte einfach zu ihrem einfachen Leben zurück, kümmerte sich um ihre Brüder und befolgte die Anweisungen ihres Vaters. In jeder Nachricht, die Daniel schickte, drückte er sein dringendes Bedürfnis aus, sie persönlich zu sehen, denn er hatte ihr etwas sehr Wichtiges mitzuteilen, etwas, das man nicht in Nachrichten besprechen konnte. Doch Maria ignorierte diese Bitten, obwohl sie sich danach sehnte, ihn wiederzusehen und seine enge Umarmung zu spüren. Doch an einem schicksalhaften Tag änderte sich Marias Leben grundlegend, als ihr Körper anfing, sich seltsam zu verhalten. Zunächst führte sie diese Empfindungen auf den Stress und die Angst zurück, die sie in letzter Zeit erlebt hatte. Als sich die Symptome jedoch verschlimmerten, wie zum Beispiel morgendlicher Schwindel, beschloss sie, das nächstgelegene medizinische Zentrum aufzusuchen, in das sie auch ihre Geschwister brachte, wenn diese krank waren. Sie war völlig überrascht, als der Arzt ihr mitteilte, dass sie schwanger sei und kurz vor dem ersten Schwangerschaftsmonat stehe, das Ergebnis ihrer letzten Begegnung mit Daniel. Damals deutete sie dies als ein Zeichen zur Überwindung der sozialen Schranken und zur Festigung der Liebe, die sie für ihn empfand. Als sie sich schließlich entschloss, Daniel zu kontaktieren, erhielt sie vom Hausmädchen des Hauses, in dem er lebte, eine niederschmetternde Nachricht. Der junge Daniel war von seiner Mutter zum Medizinstudium an eine Universität in Kalifornien in den Vereinigten Staaten geschickt worden. Das Hausmädchen bedauerte zutiefst, dass es keine Gelegenheit hatte, sie früher zu informieren. Diese Enthüllung traf Maria Ines wie ein Eimer kaltes Wasser und machte ihr klar, dass sie Daniel für immer verlieren könnte, wenn sie ihm nicht von der Schwangerschaft erzählte. Trotz der strengen Anweisung ihres Vaters verließ Maria Ines ihr Zuhause, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Alles schien sich gegen sie zu verschwören, sogar das Wetter,
Aber nichts war wichtiger, als Daniel zu finden. Sie rannte zum Flughafen, so schnell sie konnte, aber sie kam zu spät. Sie bedauerte zutiefst, dass sie nicht auf seine Nachrichten geantwortet hatte, als er bereit war zu reden. Jetzt sah es so aus, als wäre er abgereist, ohne die Absicht, zurückzukehren. Die Realität um sie herum begann sich zu drehen, und Maria Ines stellte fest, dass sie allein war, mit einer ungewollten Schwangerschaft konfrontiert und nicht in der Lage, mit dieser Nachricht nach Hause zurückzukehren. Sie wusste, dass es ernste Folgen haben würde, wenn ihr Vater es herausfindet, da er sie in der Vergangenheit immer wieder gewarnt hatte. Maria Ines traf also eine schwierige Entscheidung. Sie ließ ihr Zuhause und ihre Geschwister zurück und stellte die Zukunft ihres zukünftigen Kindes in den Vordergrund. Maria Ines war bereit, in jedem Beruf zu arbeiten, da sie aufgrund der Verantwortung, die sie von klein auf zu Hause übernommen hatte, über berufliche Fähigkeiten verfügte. Eine Arbeit zu finden, war für sie kein Problem, aber die wirklichen Herausforderungen kamen erst später, als sie schließlich ein Kind bekam. Ihr Baby, ein wunderschönes Mädchen, hat ihr sofort das Herz gestohlen und ihrem Leben einen neuen Sinn gegeben. Die kleine Camilla, die ihrem Vater sehr ähnlich sieht, hatte schon in den ersten Monaten ihres Lebens mit ernsten Problemen zu kämpfen. Dies machte die Situation für Maria Ines noch schwieriger, da sie mit ihrer bescheidenen Arbeit nicht genug Geld hatte, um die notwendigen Behandlungen zur Stärkung der Lungen ihrer Tochter zu bezahlen. Medikamente waren extrem teuer, und in dem Land, in dem sie lebten, war es äußerst schwierig, sie zu bekommen. Maria Ines gab jedoch nicht auf und setzte sich unermüdlich für das Wohlergehen ihrer Tochter ein. Sie hatte keine Unterstützung durch ihre Familie und konnte ihr Privatleben nicht wieder aufbauen, da ihr Hauptaugenmerk auf der Arbeit und der Betreuung von Camilla lag. So vergingen die Tage, und angesichts der beiden unvorstellbaren Herausforderungen brachte Maria Ines enorme Opfer, die sogar so weit gingen, dass sie auf das Essen verzichtete, um die benötigten Medikamente für ihre Tochter zu kaufen. Der Mangel an Ressourcen und die zunehmende Medikamentenknappheit im Land erschwerten diesen Kampf zusätzlich. Eines düsteren Tages kehrte Maria schweren Herzens nach Hause zurück. Camilla war bereits 6 Jahre alt und versuchte, ihre Mutter zu trösten, wann immer sie sie in einem Zustand tiefer Niedergeschlagenheit sah. Doch dieses Mal gab es keinen Trost. Maria hatte ihre Arbeit verloren, und die Notwendigkeit, lebenswichtige Medikamente für ihre Tochter zu kaufen, wurde immer verzweifelter, da diese aufgrund der Lage im Lande immer unerschwinglicher wurden. Angesichts dieses Szenarios fühlte sie sich machtlos und wusste nicht mehr, was sie tun sollte, um ihre Tochter zu retten. Von da an verschlechterte sich auch Marias Gesundheitszustand rapide. Ihre ständigen Sorgen in Verbindung mit der schlechten Ernährung, die durch den Mangel an Mitteln verursacht wurde, forderten ihren Tribut. Sie wurde immer schwächer und war nicht in der Lage, eine Arbeit zu finden, um ihre Familie zu unterstützen. Auch die Situation ihrer Tochter verschlechterte sich durch den Mangel an Medikamenten, was die Frau zur Verzweiflung trieb. Ein Hoffnungsschimmer tauchte jedoch auf, als eine ehemalige Arbeitskollegin Marias Hilfe anbot. Sie erzählte ihr, dass einige Mitglieder ihrer Familie in die Vereinigten Staaten auswandern würden, wo es mehr Möglichkeiten und bessere Chancen gäbe, die notwendigen Medikamente für ihre Tochter zu bekommen. Ihre Freundin schlug vor, dass sie die Tickets bezahlen könnte, auch wenn dies hohe Zinsen bedeutete. Da Maria Ines nur wenige Alternativen hatte, nahm sie das Angebot dankbar an. In diesem Moment ging es ihr nur darum, ihrer Tochter ein besseres Leben zu ermöglichen,
und der Gedanke an ein Wiedersehen mit Daniel schien weit weg, ja fast unmöglich. Als sie schließlich in den Vereinigten Staaten ankam, war Maria Ines voller Hoffnung und glaubte, dass sich ihr Glück wenden würde. Leider brachte die Realität in dem neuen Land unerwartete Herausforderungen mit sich, und sie konnte sich nicht vorstellen, welche Schwierigkeiten sie auf der Suche nach einem besseren Leben an der Seite ihrer Tochter zu bewältigen haben würde. Die arme Frau befand sich in einer viel schlechteren Situation als in ihrem Heimatland. Sie war verschuldet und die Mieten dort waren sehr teuer. Sie arbeitete praktisch nur, um über die Runden zu kommen, aber Gott sei Dank gelang es ihr, die Medikamente zu kaufen, die Camilla brauchte. Dafür hat sie ihre eigene Gesundheit geopfert. Das hatte Folgen. Einige Zeit später wurde Maria Ines leider eines Tages sehr krank und konnte nicht mehr zur Arbeit gehen. Die Rechnungen begannen sich zu stapeln, und die arme Camilla wusste nicht mehr, was sie mit ihrer Mutter machen sollte, die im Bett lag und nicht mehr aufstehen konnte. In ihrer Verzweiflung blieb dem armen Mädchen nichts anderes übrig, als die Behörden anzurufen, die einen Krankenwagen schickten, um sie abzuholen. Leider hatte Maria Ines keine Papiere im Land, war nicht krankenversichert und die Krankenhauskosten waren sehr hoch, sodass man sich weigerte, sie ins Krankenhaus zu bringen. Die arme Camilla, die ihre Mutter hin und her laufen sah, begann zu weinen und die Ärzte um Gnade zu bitten. Diese drückten ein Auge zu und ignorierten das arme Mädchen, da keiner von ihnen bereit war, die Kosten für die Aufnahme einer Frau in ein Krankenhaus in diesem Land zu übernehmen. Eine gute Tat dieses Ausmaßes war sehr teuer. Für Camilla und ihre Mutter, die mitten in den Gängen des Krankenhauses standen, schien alles verloren, bis sich ein Arzt dem Mädchen näherte und, nachdem er ihre Notlage gehört hatte, seine Hand auf ihre Brust legte und beschloss, ihr zu helfen, denn sie war ein Mädchen aus seinem eigenen Land. Der Arzt, der Patientin, der er helfen wollte, völlig fremd war, handelte nur aus dem Wunsch heraus, Gutes zu tun, ohne sich die Mühe zu machen, die Kosten für die Behandlung zu berechnen. Er hatte es nicht nötig, den Gesundheitszustand von Maria Ines zu überprüfen oder die Kosten zu berechnen. Sein Mitgefühl veranlasste ihn, der kleinen Camilla seine Hilfe anzubieten, die sofort sein Herz gewann. Als Geste der Dankbarkeit umarmte Camilla den Arzt und versprach, ihm jeden Cent zu erstatten, den er für die Behandlung ihrer Mutter ausgegeben hatte. Camilla bot auch an, bei der Reinigung der Praxis des Arztes zu helfen, da ihre Mutter ihr das so gut beigebracht habe, dass sie sich für seine Großzügigkeit revanchieren wolle. Das Herz des Arztes war gerührt, und angesichts der Beharrlichkeit des Mädchens willigte er ein, sie den Gang reinigen zu lassen, in dem sich sein Büro befand. Während Maria sich erholte, kümmerte sich der Arzt um Camilla, die sich hingebungsvoll um ihn kümmerte. Die Mutter war aufgrund einer unzureichenden Ernährung stark blutarm und litt an Darmgeschwüren. Glücklicherweise besserte sich ihr Zustand. Als der Arzt schließlich einen Bericht über Marias Zustand verlangte, war er nicht über die Schwere der Krankheit der Patientin überrascht, sondern über ihren Namen. Er blinzelte ein paar Mal verblüfft, bevor er den Wunsch äußerte, sie persönlich zu sehen. Als er schließlich das Zimmer erreichte und das Gesicht der Frau sah, war er wie gelähmt. Obwohl sie eine viel reifere und dünnere Version der jungen Frau war, an die er sich erinnerte, war da Maria Ines, die Frau seines Lebens, die er nie vergessen konnte, auch wenn sie beschlossen hatte, wegzugehen. Die Welt sah in diesem Moment seltsam aus, denn Maria Ines, Camilla und Daniel waren durch das Schicksal in dasselbe Krankenhaus zurückgekehrt, in dem er arbeitete. Mehr noch, er hatte Mutter und Tochter bereits geholfen,
ohne es zu wissen, und Maria Ines empfand ihm gegenüber große Dankbarkeit, denn ohne seine Hilfe wäre sie vielleicht nicht da, und ihr kleines Mädchen wäre in einem fremden Land verloren. Als Maria Ines ihre frühere Liebe in ihr Zimmer kommen sah, war sie sehr überrascht, zumal sie die Hand ihrer Tochter hielt. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden war verblüffend. Nach einigen Tagen des Gesprächs beschloss Maria schließlich, Daniel die Wahrheit zu sagen. Für ihn war es eine schockierende Nachricht, aber er glaubte, dass das Schicksal seine eigenen Pläne hatte, denn es hatte ihm seine Tochter in den Weg gelegt, damit er sich um sie kümmern konnte. Als Daniel seiner kleinen Tochter in die Augen schaute und ihre Hand nahm, konnte er die Tränen nicht mehr zurückhalten. Er sagte ihr voller Rührung: Von nun an wird uns nichts mehr trennen, es gab vor vielen Jahren ein großes Missverständnis. Ich war bereit, mich meiner Familie für unsere Liebe zu stellen, aber ich dachte, dass deine Mutter vielleicht nichts mehr mit mir zu tun haben wollte. Daniels Worte berührten Marias Herz zutiefst, sie hätte sich nie vorstellen können, so etwas von ihm zu hören. Ihr wurde jedoch klar, dass sie nicht zögern würde, die Chance, die ihr das Leben bot, zu ergreifen, wenn sie diese Gefühle noch hegte. Sie konnte ihn nie vergessen, und lange Zeit war das Einzige, worum sie Gott bat, die Möglichkeit, ihn wiederzusehen.